Hey, ja, herzlich willkommen zurück zu Agent A. Wir sind im letzten Kapitel angekommen und haben jetzt hier geschafft, diesen einen Bereich zu öffnen, um ein Netz zu bekommen. Old Wood sowie, oho, ein Teil dieses Stone Artifacts. Aha. So, das ist nett. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo das hinführt. Aber weiß ich auch nicht mal, wo das Ding benötigt wird. Golden Stardisk. So, gucken wir mal, ob ich das jetzt hier schon anbringen darf. Okay. So, dann lass mal gucken, ob wir einfach das Fieder jetzt mit einfangen sollen. Denn der hat immer noch einen dieser Ruby Pieces. I better not. His poor old wings would get caught. We don't give a shit. Weiß auch nicht, wo das mit der Schaufel hinführt. Vielleicht soll ich mit der Schaufel hingehen und die Vines abkappen? Das könnte man mal probieren. Wo besetzt man bitte eine Stardisk ein? Weil das Fiese ist ja, wir sind ja mit vielen der gerade jetzt älteren Sachen eigentlich schon fertig. Lass mal das hier gucken. Kann ich das da irgendwie miteinander? No. Ich hätte gedacht, dass man gerade eben die leichte Spitze nutzen würde, um das zu entfernen. Okay, also einer von denen soll da rein, beziehungsweise vermutlich zwei. Okay, also damit haben wir den Anfang da diesbezüglich. So, wir sind von dort gekommen. Wir hatten ein paar Ziffern gefunden gehabt. Und auch eine Erklärung, wie angeblich dieses Minispiel ablaufen soll. Dementsprechend lasse ich mal das hier sogar ein bisschen anders vorbereiten. Da sind nämlich einige Ziffern dabei. So, und ebenfalls war wichtig, wir hatten, als wir bei dem Lighthouse da die Blenden runtergelassen hatten, haben wir Ziffern bekommen. 5, 3, 10, 9, 12. Bin mir noch nicht ganz sicher, wo das hinführt. I never get the sand out of these shoes. Was auch immer für Schuhwerk du trittst. So, ich weiß, wo das hingehört. Ich weiß aber nicht, wo das hingehört. A fishing net. Ist irgendwas, was ich fischen könnte? Oder zum Buddeln? Auch die Crowbar hatten wir bisher noch nicht genutzt. Weißt du was? Lass uns trotzdem nochmal nach oben zu dem Turm fahren. Xaltri. Okay, also da hat er noch nicht mit dem interagieren wollen. Oho, okay, es gibt wirklich weitere Sachen, die man noch hier. What have we got here? A treasure. Okay, also der Lock und zwischen den drei Dingern ist was angeblich. So, lass mich mal wirklich nochmal hier so ein bisschen allgemein weiter gucken. Ja, wir sind nämlich noch weitere Sachen. Das lag einfach herum. Volcanic soil with a pinch of sand. Hab ich wirklich, ob man hier blind. That's not the right spot. Okay. Der hatte da hinten hatten wir versucht. Da durften wir nicht. Dann machen wir den einen offensichtlichen jetzt hier. Ahoy, matey, there's something here. There's a rusty old box. The lock's rusted shut through. So, also es ist nicht die Crowbar, das heißt also, wir sollen dagegen ballern. So, das ist alles auf der Null. Lass uns das als erstes auch machen. Dann werde ich einen neuen Screenshot dann von der Pyramide machen.
Okay, Machete. Dafür brauche ich eine Machete. Nicht wirklich mir bewusst bisher. So, setzen wir das dann noch rein. Oh. It's was moving. How unusual the pieces rotate. Okay, also jetzt kann ich das Ganze drehen. What in the world? Okay, wir haben Nummern gehabt und ich habe einen zweiten Screenshot gehabt, wo mir gesagt wird, was für Nummern es gibt. Fünf. Ist eine fünf? Yes, ja, und die ist auch eingezeichnet. Okay, dann müssen wir aber mal testen, wie das sein soll. So, die nächste ist eine 3. Die 3 ist das hier. Die 10 ist das hier. Die 9 ist das hier. Oh, und der letzte war schon richtig. It's definitely correct, but nothing happened. Opened. Doch, doch. Unten dann wieder. Ja, dann gehe ich da auch so runter, ne? Ach so, mit der Machete soll ich natürlich die Vines wegmachen. Ja, natürlich. Of course. Aha, okay. It fits. I feel like playing one of those Tomb Raiding games now, but I need one more first. Yes. Ich immer die Crowbar mit mir rumschleppe. Wo kann ich mit der Crowbar arbeiten? Wir hatten getestet gehabt, dass wir hier mit dem leider nicht interagieren können und dem Netz. Snappy, geht im Office Nest. Nur um ganz zu gucken, was er sonst noch so zu sagen hat. Prime Piece of Nesting Real Estate. Hast du mal mehr gesagt gehabt in der Vergangenheit? That doesn't work. Problem ist aber, dass ich aktuell nicht so wirklich sehe, wo ich noch andere Teile herbekomme. Andere Gegenstände fände. Ich habe nichts davon, jetzt da extra runterzufahren und die schon mal einzulagern. Vor allem fehlen mir nicht eh noch drei. Also wäre immer noch einer zu wenig. Zurückgehen würde mich nur hierhin bringen. Hier gibt es aber nichts mehr, was man mit einem Crowbar irgendwie interagieren könnte. Oder? Würde mich überraschen, wenn wir jetzt auf einmal nochmal irgendwas hier draußen machen sollen. Oh, ich könnte da nachher mal nochmal reingucken. Genau, hier haben wir alles getan gehabt. Also würde hier nochmal irgendwas Neues auftauchen, wäre ich sehr überrascht gewesen. There she is, back in her dastardly lair. Rue's back and preparing for a mission. I've got to stop her from leaving. Rue supplies, whatever it is in there is bad news. Nur sehe ich das auch, dass hier weiterhin angezeigt wird. Ich glaube nicht, dass ich das nochmal umlegen muss. Gab es irgendwas am Anfang, wo man hätte ein Netz einsetzen sollen? Weil ich wirklich gleich wieder komplett rausgehen.
No. Wofür brauche ich ein Netz? Ist ja auch nicht so, wo man sagen würde, oh, man könnte wieder zu den Haien zurückkehren. Auch oben im Geräteschuppen, da war ja Wasser, das ist jetzt auch nicht mehr da. So, ich habe das Gefühl, hier sind wir durch. Wir haben alles gemacht. Wir waren draußen mit einer Ausnahme soweit. Ne, nochmal zurück. Okay. Gehen wir mal auf die minus 1. Da kommen wir nicht mehr rein. Da ist das Ding. Gem detected. Two. Two remaining. Not sure. So, wir waren oben drin. Dann geht's also nur nach unten. Das heißt, irgendwo fehlt uns hier was. Hat der Lok selber überhaupt nichts zu sagen? No. Damit haben wir interagiert. Dummer Vogel. There's a birdie up there. Ja, okay, das ist der alte Text. Die Schaufel ist auch weg. Da fehlt uns einer. Wichtig ist, wenn ich hier wieder zurückgehe, werde ich wieder zum Boot geworfen. Also ich muss nicht auf das Boot selber klicken. Nothing but squirrels and pine cones. Wait, is that a sea otter? Nope, just my imagination. Das haben wir gemacht. Wir haben uns da hochbegeben gehabt. Wir waren dort oben. Ich habe nichts hiervon, die Batterie wieder rauszunehmen. Hier fehlt nur noch eine weitere Sache. Geht auch nicht weiter nach oben. Das haben wir aufgemacht, das haben wir runtergelassen. Mit denen darf ich nicht interagieren. Won't budge. I want in. Will irgendwas finden, womit ich da Sachen interagieren kann, aber irgendwie ist ja hier nichts. Das hatten wir gemacht. Geht auch nicht weiter nach unten. IQ-Web, genau. Die Dinger haben nichts zu sagen. Haben leider so ein bisschen Punkt erreicht, wo ich überhaupt nicht weiß, wo wir weiter sollen. Wir haben das Puzzle mit dem Steinding da geschafft. Wo zum Kuckuck gehe ich hier mit dem Netz? Deswegen, selbst jetzt hier wieder hochzufahren, wo komme ich denn da hin? Ich glaube, ich habe zum ersten Mal das Gefühl, dass ich irgendwie den Punkt erreicht habe, wo ich einfach nur blind herumirre. Bis ich irgendwas finde. Soll ich irgendwie nochmal nach oben fahren, in der Hoffnung, da irgendwie Essen zu finden, damit ich dem Vogel das da abluchsen kann? Das Problem ist aber, selbst wenn ich dem Vogel das dann ja abgeluchst habe,
Das ist ein weiterer Gem von zweien, die mir noch fehlen. Was kann man denn noch machen? Uns fehlt noch einen dieser komischen goldenen Discs. Keine Ahnung, wo die herkommen soll. Aber ich denke, es ist klar, wenn man die zweite Disc reingelegt hat, wird die Tür geöffnet. Wo zum Kuckuck will mich das Spiel denn hinführen? Ich versuche jetzt natürlich auch schon so bildlich halt durchzugehen, was gibt es denn noch für Räume, wo es noch irgendwelche offenen Stellen gab, aber... Wir haben in dem Turm die eine Sache, wo ich nicht weiß, wie ich die Kette aufkriege. Ich habe die eine fehlende goldene Disc noch, aber halt keine anderen Stellen, wo man sagen könnte, man könnte die irgendwie nutzen. Eine Idee, die mir gekommen ist, und zwar hier bei dem Boot. Genau, hier war nämlich ein Haken. Aha, it's going to be interesting to see what this old net drags up. So, muss ich jetzt immer wieder vor und zurückfahren? Hey, a fish, I've been angling for one of these all day. Nur aus reinem Interesse. Ha. Huh. One fish should do for now. I don't want two stinky hands. Okay, denn damit können wir jetzt den Vogel füttern. Aber vielleicht kann man in die Katzentür auch einen reinwerfen. Are you hungry, buddy? A stinky fish. Well, he likes fish. I thought he would leave the nest, though. Nope. Still won't leave the nest. Okay. Dann probiere ich das mit der Katze als nächstes. Offer das. Whoops. Das vielleicht mit dem Fisch funktioniert. Oder natürlich. Das Spiel verlangt wirklich, dass man mehrmals fischen geht. Damit der Vogel zufrieden ist. No. Spiel. No. Deswegen bin ich natürlich jetzt so frei und versuche gleich wieder einen Fisch vorzubereiten. Falls das auch mit der Katze nichts ist. Genau, noch hier weiterhin. Okay, dann ab zu der minus 1. Cat Dog Courier habe ich jetzt sicher mitbekommen. Haha, it's gone. That kitty should win kitty over. Hatten wir damit irgendwas gemacht? Oh, statue's a little wobbly. Maybe? Oh. Hätte ich damit nicht interagiert, wäre ich vermutlich niemals drauf gekommen. War nicht mal glücklich. Gut, jetzt haben wir hier... I don't want to set off the alarm. What? Gem detected. One remaining. Okay, wenn er so weit weg ist, denkt er immer noch, das Ding wäre an. Nicht die Null. Andere Richtung. Ich meine, ich probiere es jetzt wirklich nämlich, dadurch, dass wir jetzt hier gerade ein Achievement davon bekommen hatten, mit der Kitty Cat zu interagieren, gehe ich mal nicht davon aus, dass das richtig war. Also, ja, dadurch, dass ich auch kein Inventar mehr habe, weißt du was, ich gehe mal sicherheitshalber hin und fahre an nochmal hier rüber. Okay, wunderbar. Ob wir es brauchen, weiß ich nicht. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man sich hier dachte, hey, man muss damit doppelt interagieren, wenn nicht sogar dreifach.
Let's find out. Hallo, Gunther. Gee, did he even swallow? Hey, at least let me take a look in the nest. Maybe I can lure him down below. Okay, also die Idee ist vermutlich gar nicht, ihn zu füttern. Sondern in Wirklichkeit den Fisch irgendwo unten liegen zu lassen. Obwohl ich mir gut vorstellen könnte, dass so ein Vogel einfach hingeht, das Ding mitnimmt und dann wieder nach oben fliegt in einem Schub. Also sagen wir den Fischen die irgendwie mit Steinen füllen, damit er das nicht irgendwie da wegtransportiert. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich die Idee sein soll. I don't know. Even my arm can't throw the fish that high. A stinky fish got him off the nest. He sure loves fish. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht irgendwie zeitbasiert ist. Ja, Ars Serenity. Schon klar. Gut, und damit kriegen wir dann den letzten Gem, offiziell nur genannt. Ich dachte, da kommt vielleicht noch irgendwas anderes. No. Und ich gehe mal davon aus, damit kriegen wir dann diesen letzten dieser Golden Discs. No. Minus 1. Gem detected. Unlock sequence complete. Okay, jetzt haben wir den Mystery Key freigeschalten. Okay, das ist also noch ein Schritt mehr. Damit können wir jetzt hier hin. Dorthin. Joink. Um jetzt das Ding zu bekommen. Oh. Du willst mir vor allem sagen, dass jedes Mal, wenn sie dann hin rein möchte. Kinda looks like a frisbee. Wow, what have I stumbled upon? Wow, surely this will open the door behind the waterfall. What in the world is this? Okay, ja, ich kann damit interagieren. But then what? Okay, bisher ist es einfach ein, kannst du die Dinger so halbwegs logisch miteinander kombinieren, damit es nicht komisch aussieht. Ups, das war einmal falsch gedrückt. Deswegen, ja, ich klicke eigentlich nur so lange, bis dabei was herumkommt, was halbwegs passend aussieht. Now what? Ah, sehr schön. 100%. Call me Agent A+. Oho, the submarine. Bolt cutters. Ruby submarine, can't let her escape. It's here, Chad. Okay, ich muss jetzt erstmal wieder raus. Weil ich jetzt erstmal wieder mit dem Boot interagieren darf. Beziehungsweise dann da hochfahre. Wusch. Ich frage mich ja, ob ich da immer noch weiterhin Fisch bekomme. Weil du kannst davon ausgehen, wenn, dann nehme ich mir nochmal einen Fisch mit.
Wunderbar. These are the bee's knees. A diver's tank und oh, nur a valve. Dachte, wir nehmen das komplette Ding mit. A small valve. Entschuldigung. Großes Valve ist rot. Okay. Und ich gehe mal jetzt wirklich davon aus, dass wir jetzt vielleicht alles gefunden haben. Hoi! Dr. Günther walked out where the fish are at. Okay. Hat überlegt, ob man vielleicht für die Kitty Cat nochmal eins mitnimmt. But no. Okay. Das soll aufgemacht werden. Das soll eingesetzt werden. But what? Achso, ich soll selber. Yeah. Good luck reaching Agent B now, bitch. Okay. Are you coming, Onyx? No? Oh, fine. Agent A? What? You are alive? Impossible. It's too late to stop us now. Too late to say, haha, let's see how far you get in that tin can. Looks like there's a way out, I better make sure she doesn't escape. Of bother, Agent LaRouge. Not to worry, Havoc here to clean up your mess yet again. Just get on with it. A nice try, Agent A, but once again, I have outdone you. Au revoir. This is not good, she's getting away. Think, Agent A, think. What's this? Turn back, hurry! Where's the switch on the thing? There it is! It's sewer dine time! Wow, Jerry Jetpack, I mean Agent A saw yesterday! Ruby really blew that escape. I suppose she always did like to make a splash. Bon voyage, Ruby LaRouche. Sabotage of the submarine and the final blow at the achievement freigeschalten. Now what? Even Mastermind wartet wohl noch auf uns. Very clever, Agent A. Very clever indeed. I suppose I can't blame you, though. You were only doing what I taught you to do. Of course, Havoc could do with an agent of your caliber. We certainly have a few positions to fill now, thanks to you. What do you say? Care to join your old boss? I couldn't have planned it better myself, Onyx. I have a feeling I will be seeing the chief soon enough. Hey, are you hungry, Kitty? This spice stuff sure makes you peckish, doesn't it? You like fish, right? So the simit will come on. Well, I just happen to know where we can get some. Only thing is, there's this crazy bird. Hey, where is the kitchen in this crazy hideout anyway?
Und damit kommen wir zum Ende von Agent A, A Puzzle in Disguise. Ich persönlich fand dieses Spiel durchaus unterhaltsam. Es war ein Spiel, das sich mal wirklich so ein bisschen mehr auf Puzzles konzentriert hat. Und im Großen und Ganzen haben die wirklich Laune gemacht. Klar, man hat so ein bisschen auf Screenshots zurückgegriffen, aber ich denke, zu einem gewissen Grad ist es nachvollziehbar, gerade wo dann doch so ein paar mehr Sachen abgefragt worden sind. Sich da alles so zu merken, wäre ein bisschen übler gewesen, beziehungsweise man hätte dann irgendwie auf Stift und Papier zurückgegriffen. Die einzige Sache, die man, denke ich, anmerken kann, ist, dass Backtracking ein bisschen anstrengend zum Teil war. Na gut, damit komme ich zum Ende. Ich bedanke mich fürs Einschalten, hoffe, es hat euch gefallen und bis dann. Incoming message from Agent A. Agent B, it's A. The chief was a double agent. You're in grave danger.